Quelle, Thyssen, Falk, Familienunternehmen, die an der Nachfolge gescheitert sind. Beispiele für Erben, die das Unternehmen weiterführen und an die nächste Generation übergeben sollten und die dann gescheitert sind. Und davon gibt es noch eine ganze Menge mehr. Das Bankhaus Metzler ist nun seit 350 Jahren ein Familienunternehmen. Wie haben die Metzlers das gemacht? Wie funktioniert da die Nachfolge, sodass die Bank immer wieder an die nächste Generation übergeben werden kann? Passend zum Jubiläum zeigt das Historische Museum in Frankfurt eine Ausstellung. Wie konnte Metzler so lange ein erfolgreiches Familienunternehmen bleiben? Benjamin Metzler machte sich 1674 mit einem Handelshaus in Frankfurt selbstständig. Das wurde der Kern des Bankhaus Metzler. Mehrere seiner Brüder waren auch aktiv, einige in Frankfurt, einige in eigenen Unternehmen. Friedrich Metzler baute das Handelshaus zu einer richtigen Bank um, 1749 geboren, als siebtes von 12 Kindern. Und damit haben wir den ersten Schritt für erfolgreiche Nachfolge: viele Kinder. Rein statistisch werden unter vielen Kindern auch ein paar fähige Nachfolger sein. Nehmen wir den aktuellen Senior von Metzler, den 1943 geborenen Friedrich von Metzler. Er führte die Bank zunächst mit seinem gleichalten Vetter Christoph von Metzler, der aber schon 1993 starb. Friedrich von Metzler hatte eine Schwester, Barbara von Metzler, Betriebswirtin, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin. Sie war hochqualifiziert, hatte aber keine operative Rolle in der Bank. Friedrich von Metzler und Christoph von Metzler hatten jeweils drei Kinder. In der aktuellen Berichterstattung erscheinen nur Franz und Elena von Metzler. Die Fähigkeiten von Elena von Metzler werden hoch gelobt, aber nur Franz von Metzler ist auf dem Weg, die operative Führung der Bank zu übernehmen. Jakob von Metzler wurde als Kind ermordet, aber wer sich schon länger mit Unternehmensnachrichten beschäftigt, erinnert sich vielleicht an Dr. Leonhard von Metzler, der als studierter Wirtschaftsingenieur eine Weile im Bankhaus Metzler arbeitete, etwa 2013 der FAZ ein Interview gab über seine Karrierepläne im Bankhaus Metzler, aber 2017 zur Vermögensverwaltung Taunus Trust wechselte, wo er 2023 Geschäftsführer wurde. Zugleich ist er Aktionär des Bankhauses Metzler und dort in Gremien involviert. Auch über ihn habe ich nur Positives gelesen. Was wäre also die Metzler-Formel für erfolgreiche Familienunternehmen? Viele Kinder, gut qualifizieren, nur wirklich passende Nachkommen in die operative Führung übernehmen, Rolle und Fähigkeiten der nicht für die operative Führung ausgewählten Menschen öffentlich wertschätzen und gute Kriterien für operative Führung auswählen. Viele Kinder heißt nicht nur persönlich viele Kinder, sondern auch ein gutes Verhältnis mit den Familienzweigen zu behalten und auch dort nach interessierten und interessanten Kandidaten zu suchen. Dr. Leonhard von Metzler und Franz von Metzler haben, wenn ich den Stammbaum so richtig zusammengesucht habe, den 1749 geborenen Friedrich Metzler als gemeinsamen Vorfahren. Viele Kinder heißt auch Frauen ernst nehmen. Christina Barbara Metzler übernahm 1757 die Geschäftsführung. Okay, zunächst mal ein Einzelfall. Aber es soll Familienunternehmen geben, in denen die Töchter noch heute nicht wirklich als Nachfolgerinnen wahrgenommen werden. Gut qualifizieren heißt in diesem Fall offensichtlich mindestens so sehr Street Smart wie Book Smart. So ein paar Metzler-Lebensläufe habe ich durchgesehen und dabei einige Menschen getroffen mit einer praktischen Bankausbildung und dann noch einem Praktikum oder einer Trainee-Stelle. Leonhard von Metzler als promovierter Wirtschaftsingenieur ist schon exotisch. Ansonsten habe ich, wenn überhaupt, nur Betriebswirtschafts- und Jurastudien gesehen. Als Leonhard zur Bank wechselte, da war die erste Station Trainee bei der Deutschen Bank in London, also wieder eine handfeste Einarbeitung. Nur wirklich passende Nachkommen kommen in die operative Führung, heißt, Familienmitglieder übernehmen zunächst Aufgaben, bei denen sie nicht die letzte Verantwortung übernehmen. Das kann anspruchsvoll werden. Unter den vier Geschäftsfeldern erscheint das Asset Management aktuell als problematisch. Im Vorstand muss sich darum Franz von Metzler kümmern und könnte dann in ein paar Jahren zum Vorstandsvorsitzenden werden. Bei anderen Familienmitgliedern kommt der nächste Punkt zum Tragen. Rolle und Fähigkeiten der nicht für die operative Führung ausgewählten Familienmitglieder werden öffentlich wertgeschätzt.
Es gibt alle möglichen Gremien im Unternehmen und in der Nähe des Unternehmens, im Umfeld. In diesen Gremien können sich öffentlich sichtbar die Familienmitglieder engagieren und in der Außendarstellung werden diese Familienmitglieder klar gewürdigt. Auch dann, wenn, wie etwa bei Barbara, Elena und Leonhard von Metzler, eine gute berufliche Qualifikation zunächst nicht zu einer letztendlich verantwortlichen Rolle im Tagesgeschäft des Bankhauses geführt hat. Das Bankhaus Metzler ist seit 2021 eine Aktiengesellschaft, an der aktuell Elena und Franz jeweils 40% und Leonhard 20% halten. Wieder als Kontrast. Richard Schneider hielt seinen Sohn für ziemlich unfähig und stellte sich öffentlich gegen ihn. Dr. Jürgen Schneider rebellierte. Am Ende waren beide Unternehmen pleite, das von Richard Schneider und der Konkurs von Jürgen Schneider ist ja recht bekannt geworden. Gute Kriterien für die operative Führung auswählen. Eine Bank mit 350-jähriger Geschichte wird nicht über Quartalsziele geführt, das ist klar. Friedrich von Metzler hat vor ein paar Jahrzehnten das Kreditgeschäft eingestellt, zu risikoreich. Kennzahlen als Zielgröße habe ich gar nicht gelesen, eher so etwas wie Familienstreiterei nie so weit kommen lassen, dass sie der Bank schaden. Oder besser nur Geschäfte betreiben, die die Mitarbeiter verstehen. Und selbstverständlich Nachhaltigkeit vor kurzfristigem Erfolg. Wenn ich das zusammenfassen sollte, dann würde das in die Richtung gehen Qualität vor Quantität. Was sich alles gut und richtig anhört, aber doch eine ganz andere Geisteshaltung ist als die von Josef Ackermann, dessen Autobiografie ich kürzlich hier auf diesem Kanal besprochen habe. Viele Kinder gut qualifizieren, nur wirklich passende Nachkommen in die operative Führung übernehmen, Rolle und Fähigkeiten der nicht für die operative Führung ausgewählten Familienmitglieder öffentlich wertschätzen, gute Kriterien für die operative Führung auswählen, das führt zu 350 Jahren erfolgreichem Familienunternehmen. Was sonst noch in Unternehmen funktioniert, das erfahren Sie in den Videos, die ich hier verlinke. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen und kommen Sie auch gerne wieder. Ich freue mich auf Sie.